Die Freunde des gelben Edelmetalles Gold konnten heute triumphieren, denn erstmals seit dem Jahr 2011 hat der Goldpreis die Marke von 1.900 Dollar erreicht. Kann der Goldpreis jetzt schnell noch auf 2.000 Dollar sogar steigen? Natürlich kann er das, aber es gibt ein paar Warnzeichen, dass das möglicherweise jetzt ein bisschen schwieriger wird, nachdem eben dieses wichtige Kursniveau von 1.900 Dollar erreicht worden ist heute. Und diese Warnzeichen wollen wir uns mal anschauen. Es gibt ja viele Gründe, die für einen weiter steigenden Goldpreis sprechen. Auch in diesem Video werden einige davon zur Sprache kommen. Aber es gibt eben jetzt ein paar Punkte, die doch bedenkenswert sind, dass vielleicht in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, vielleicht sogar nächsten Monaten, die Sache ein bisschen schwieriger werden könnte. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst mal, heute wie gesagt, das erste Mal seit 6. September 2011 haben wir die 1900er Marke erreicht. Das Allzeithoch bei Gold liegt in Dollar gerechnet bei 1921,17 genau. Allerdings gab es noch nie einen Schlusskurs über der 1900er Marke. Mal sehen, ob das heute vielleicht doch gelingt. Jedenfalls ist es so, dass viele Analysten sagen, ja, das ist doch super, die fundamentale Situation mit den Notenbanken, die spricht doch dafür, dass Gold weiter steigt. Und einer der zentralen Treiber des Goldpreises sind die sogenannten Realrenditen. Das sind also die Renditen, die man für Staatsanleihen bekommt, wenn man sie denn kauft, abzüglich der Inflation. Und wir sehen, dass diese realen Renditen, jetzt mal in Gestalt der 10-jährigen US-Anleihe, die liegt derzeit bei minus 0,9%. Das heißt, wenn ich eine US-Staatsanleihe kaufe, dann kriege ich so 0,5 irgendwas Prozent, knapp 0,6% an Rendite. Jetzt ziehe ich davon die Inflation ab. Dann komme ich eben auf diese minus 0,9%. Nicht sehr attraktiv. Man verliert also faktisch Geld, wenn man so etwas kauft. Und wir sehen, dass der Goldpreis und eben diese realen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe sehr, sehr konkurrent laufen, wie Ole Hansen von der Saxo Bank heute nochmal gezeigt hat. Also das ist ein zentraler Treiber. Gold hat ja den großen Nachteil, es ist nicht verzinst. Aber wenn es keine Zinsen mehr gibt und sogar negative Realrenditen gibt, dann ist dieser Nachteil eben weggeblasen, dann spielt der gar keine Rolle mehr. Schauen wir uns mal an, was auch unterstützt, ist eben, dass weiter die Renditen für Staatsanleihen tendenziell fallen. Wir haben heute die 5-jährige US-Staatsanleihe mit einem neuen Allzeittief gesehen, 0,25%. Europäische Staatsanleihen dieser Laufzeit sind ja überwiegend negativ. Da gibt es sowieso nichts mehr zu holen in Sachen Rendite. Und Gold ist natürlich immer ein sehr, sehr guter Inflationsschutz. Das hat die Historie gezeigt. Hier ein Chart seit dem Jahr 1860. Und da wird verglichen, wie halten sich Öl, wie hält sich Silber, wie hält sich Gold eigentlich eben in der Situation, wenn starke Inflation herrscht oder wenn es zur Inflation kommt. Und Gold ist die einzige Ausnahme, die hier wirklich gut performt auf Dauer. Silber möglicherweise, weil es eben sehr konjunktursensitiv ist und weniger als dieses Wertaufbewahrungsmittel gilt wie Gold, das ja praktisch ein Geldersatz ist. Aber jetzt kommen wir zu ein paar Punkten, die vielleicht bedenkenträgerisch klingen, die aber vielleicht jetzt gerade zu beachten sind für diejenigen, die sich überlegen, was mache ich jetzt? Ich sitze auf dicken Gewinnpositionen, kann ich da vielleicht mal was rausnehmen? Ja, nein, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten werde, aber ich gebe einige Anregungen dazu. Und die erste ist, dass das Dollar-Sentiment, das Sentiment also gegenüber dem US-Dollar derzeit extrem negativ ist, in der obersten Perzentile der Negativität in den letzten 10 Jahren. Das heißt, es ist so, dass wir ganz, ganz oben sind in Sachen Pessimismus beim US-Dollar. Und es ist ja an der Börse meistens so, wenn alle das Gleiche glauben, nämlich dass der Dollar fällt, dann passiert oft das Gegenteil. Dementsprechend könnte das ein Risiko darstellen, weil natürlich ja Gold hauptsächlich gegen den Dollar gehandelt wird. Schauen wir uns den Dollar mal an, hier den Dollar-Index, also den Dollar gegenüber einem Währungskorb, in dem der Euro relativ stark gewichtet ist, der derzeit ja relativ kräftig ist, aufgrund dieser neuen Europa-Euphorie. Und hier sehen wir, dass der an einer sehr, sehr wichtigen Trendlinie angekommen ist, also eine Unterstützung. Dementsprechend könnte es sein, das ist ein Wochenchart hier, könnte es sein, dass der Dollar jetzt eben wieder erwarten, doch stärker wird von diesem Niveau ausgehend. Das spricht so ein bisschen dagegen, gegen die weitere Goldstärke. Und was dagegen spricht, wir haben jetzt seit 1980 7-mal die Situation gehabt, dass Gold 7 Wochen in Folge gestiegen ist. Das wird diese Woche auch so sein, wenn da jetzt kein Wunder passiert. Das heißt, wir sind 7 Handelswochen in Folge jetzt mit steigenden Goldkursen gesegnet. Und das gab es, wie gesagt, 7-mal seit 1987. Und jedes Mal
in diesen 7 Malen war der nächste Monat negativ. Manchmal nur ganz bisschen, manchmal nur 0,2%, 0,7%, aber es gab eben auch ein paar Ausreißer, minus 16% einmal sogar oder minus 4,7%, minus 6,2%. Also die Vergangenheit spricht ein bisschen dafür, dass es jetzt schwieriger wird. Der Dollar-Pessimismus auf der einen Seite und eben dieser Track-Record, 7 Wochen hintereinander Gewinne. Irgendwann endet eben jede Strähne. Muss nicht so sein, kann auch in der nächsten Woche weiter nach oben gehen, aber das Niveau von 1.900 Dollar ist eben ein sehr, sehr wichtiges. Kommen wir zur Wirtschaft, kommen wir zur Weltlage, kommen wir zur Corona-Krise. Hier sehen wir einen Coronavirus Consumer Activity Tracker der Großbank Goldman Sachs, die also guckt, was macht der Konsument in China, was macht der Konsument in den USA. Und wir sehen die Konsumausgaben in China nach wie vor deutlich unter der Zeit vor der Corona-Krise. Linker Chart und rechter Chart, das ist die USA. Da tut sich also nicht so wahnsinnig viel. Da ist die Erholung sehr, sehr mäßig ausgeprägt. Und das kontrastiert mit etwas, was ich immer wieder zur Anschauung bringe, die Bewertungen der Aktienmärkte, speziell der amerikanischen Aktienmärkte. Wir sehen hier den S&P 500, der jetzt in der 99,9. Perzentile in den letzten 10 Jahren handelt. Das heißt, er war nur in den letzten 10 Jahren bei 0,1% der Fälle teurer. Und hier stechen heraus Consumer Discretionary, also der Bereich, zu dem etwa Amazon gehört, oder Technology eben, die großen Fang-Aktien, die hier in diesen Sektor fallen, mit 99,8% der Perzentile und 99,6%, also hier eine relativ eindeutige Sprache. Ein ziemlich maßgeblicher Treiber ist das, was an den Optionsmärkten passiert. Wir haben jetzt, wie Goldman Sachs, wieder mal Goldman Sachs zeigt, das erste Mal die Situation in 2020, dass das Volumen von Optionen höher ist als das Volumen von Aktien. Also die Optionen, die auf einzelne Aktien gehandelt werden, das kann man schön hebeln, während man die Aktie ja, wenn man sie physisch kauft, eben physisch kaufen muss, dann die ganze Liquidität eben direkt auf den Tisch packen muss. Das ist bei Optionen ein bisschen anders. Da kann man eben hebeln, und wir sehen, es ist es so, dass vor allem die Call-Optionen, das ist der rechte Chart, den Sie hier sehen, die sind massiv gestiegen, haben sich verneunfacht seit 2017. Die Put-Optionen sind auch gestiegen, sind aber jetzt in 2020 dann nach unten gegangen, haben sich nur etwa für 3,8-facht. Also es ist vorwiegend auf der Long-Seite wird das Ganze gespielt, und Goldman hat auch gezeigt, in welchen Aktien. Das ist vor allem Tesla, das ist Amazon, das sind solche Werte, die eben jetzt da besonders gut gelaufen sind. Und wir sehen, dass die durchschnittliche Laufzeit dieser Optionen nicht 2 Wochen überschreitet. 75% dieser Optionen haben eine Laufzeit von nicht über 2 Wochen. Also es sind relativ kurzfristige Situationen, die man hier seitens vieler Privatanleger, aber möglicherweise auch institutioneller Anleger spielen will. Und die passieren fast überwiegend auf der Long-Seite, oder sind fast überwiegend auf der Long-Seite passiert. Das also durchaus gerade für die Tesla-Aktie wahrscheinlich ein zentrales Erklärmotiv. Tesla übrigens heute wieder negativ deutlich. Also so ein bisschen ist die Luft aus der Aktie raus. Ich hatte gestern den Chart von Tesla gezeigt. Sieht nicht so richtig schön aus jetzt auf Tagesbasis. Insgesamt Tech heute ja stark unter Druck erneut nach dem gestrigen Abverkauf. Dann aber etwas Erholung. Jetzt sehen wir, dass möglicherweise es vom Kongress dann im Spätsommer oder im frühen Herbst dann einen Bericht gibt zu der Situation mit Amazon, mit Facebook, mit Google, mit Apple, ob die ihre Konkurrenten irgendwie an die Wand drücken mit unlauteren Methoden. Das wird wichtig. Das ist vielleicht auch ein Motiv, warum jetzt so ein bisschen die Euphorie raus ist aus dem Tech-Sektor. Und wir sehen hier den Triple Q, das ist das maßgebliche Nasdaq-ETF, das an einer sehr, sehr wichtigen Aufwärtstrendlinie seit April ist. Da wird es also sich jetzt entscheiden, ob diese Korrektur schon zu Ende ist oder ob sie weitergeht. Schauen wir uns die Charts mal an, meine Damen und Herren, bevor ich Sie ins wohlverdiente Wochenende entlasse. Wir starten mit Le Gold, und das ist ganz, ganz knapp unter der 1900er Marke hier in den Charts von Capital.com. Ein sehr, sehr klarer Aufwärtstrend hier auf Tagesbasis erkennbar, aber so ganz kleine rote Kerzchen immerhin heute, nachdem eben die 1900er Marke überschritten wurde. Ich glaube 1904, 1905 war so das Hoch. Schauen wir uns dazu vielleicht gleich mal das Silber an. Da sehen wir, das stagniert auf hohem Niveau, 22,61. Kommen wir zu Euro-Dollar, um mal diese ganze Dollar Thematik abzuhandeln, 1,1631, die Gemeinschaftswährung gegen den Greenback, und wir sehen den DAX, der es derzeit auf 12.826 Punkte bringt. Der Bild-Zeitungsindikator
hat sich bisher bewährt. Ich kaufe mir jetzt jeden Tag die Bild-Zeitung sicherlich. Wir sehen den Nasdaq, der, wie gesagt, zwischenzeitlich schon sehr stark unter Druck war hier mit diesem Abverkauf nach Kasseröffnung an der Wall Street. Und dann die dynamische Erholung, jetzt wieder die Frage, wohin jätet. Ja, und das könnte es eigentlich gewesen sein. Ich zeige abschließend noch Crude Oil. Das handelt bei $40,85. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Diejenigen, die Gold im Depot haben und sagen, egal, ist für mich eine Versicherung, die werden sich da wohl nicht wirklich drum kümmern müssen, ob jetzt Gold von 1.900 auf 1.700 fällt, ist dann vergleichsweise egal. Aber diejenigen, die eben vielleicht spekulieren mit Gold, die könnten jetzt zumindest ein paar Warnsignale ernst nehmen, ein bisschen mal genauer hingucken und nicht in Euphorie verfallen, dass sozusagen diese Hosse ungebrochen weitergeht. Wir werden sehen, möglich ist alles und vor allem das Gegenteil desselben. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dann, Servus und Ciao.